Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ich weiß nicht, warum der immer dieses komische Bling macht. Achso, weil ich im falschen Fenster war. Ah, lol. Okay, jetzt müsste es funktionieren, ne? Ja, kein komisches Bling mehr. Sehr schön. Okay, cool. Weiter geht's mit der Besprechung. Ganz neues Feature. Eine Besprechung abhalten. Über die Option besprechen kannst du mit der Gruppe allerlei gesammelte Informationen besprechen. Aha. Man kann auch Essen mit Geld Essen kaufen. Speichern. Schade. Okay. Aber das ist jetzt, weil wir in einer Kolonie sind, ne? Eine Besprechung abhalten. Bespreche jetzt mit der Gruppe die Probleme der Kolonie 4. Okay, man kann auch nur das machen. Shall we put our heads together on this? Ah, schade, ich dachte, es gibt Voice, aber okay. Dann lass uns mal besprechen, was wir so herausgefunden haben. Gefährliche Monster in der Umgebung, Probleme bei der Errichtung der Basis. Die Zeit drängt und es gibt immer mehr Verletzte. Sanitäter scheinen unter unglaublichem Druck zu stehen. Sie können die Leute nicht richtig behandeln und gleichzeitig gibt es immer mehr Patienten. Es fehlt nicht nur an Personal, sondern vor allem auch an Material. Sowas wie Medizin und Bandagen? Die Herstellung von derlei Hilfsmitteln ist ohne eine spezialisierte Fabrik sehr schwierig. Tja, und hier in der Wildnis ist so eine Spezialfabrik wohl kaum aufzutreiben. Exakt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihnen gänzlich das Material ausgeht. Verfunkter Mist, gibt's denn nichts, was wir tun können? Theoretisch? Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Könnten wir nicht die Fabrik von dem einen Feronis, von diesem Wrack, hier hinbringen? Theoretisch? Noah hat jetzt die Idee. Wartet mal, vielleicht... Jetzt macht's nicht spannend. Wenn du eine Idee hast, dann spuck's aus. Eventuell könnte man aber... Rätst du uns, worüber du nachdenkst, Tyon? Gibst du hast schon einen Plan. Ja, ich muss allerdings vorausschicken, dass die Erfolgschancen begrenzt sind. Wenn juckt's, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann versuchen wir es einfach. Nun gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Brechen wir auf. Wie, jetzt sofort? Sagst du uns wenigstens, wohin die Reise geht? Zum Menhir von Galgur. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig. Rechtzeitig, bis was passiert. Es ist keine Zeit für Erklärung, alles weitere erfahrt ihr vor Ort. Er hat recht, Juni, machen wir einfach, was Talon vorschlägt. Ihr gefällt das nicht? Heldenmission. Mut und Dankbarkeit. Hey, Yula! Hey Leute, habt ihr mal eine Sekunde? What's up, Belliaris? Oh cool, die reden sogar, hä? It's the commander. What's the commander? Well, I haven't seen her for ages. Do you know where she is? I don't think we've seen her. Are you sure? You haven't seen her at all? Think very carefully. She wouldn't hesitate to die for the colony if it came down to it. She's so strong that she'll bear any burden alone, however heavy. Look, if anything would have happened to her, then... Colony 4, then... we'd be... Okay, okay. Calm down. Fuck. Sorry. Yeah. Yeah, don't worry about it. Look, if you see her, just... Tell me, okay? Sorry to have kept you. Yeah. Interessant, dass es dann doch so ein teilweise Text und Voice zusammen noch gibt, hä? Mega gut. Also so random einfach. 1180 Erfahrungspunkte, neues. Wie die... Problem in Kolonie 4 gezeigt hat, wird nach der Infobesprechung mitunter eine Mission gestartet. Wenn eine Mission aktiv ist, wird oben auf dem Bildschirm das nächste Ziel mit einem I-Symbol angezeigt. Drücke Y, um die aktuelle Aufgabe zu sehen. Eine neue Mission wird automatisch aktiviert, wenn du keine aktive Mission hast, sonst aktiviere sie mit Y. In einer Automationsaktivierung. Ah ja, okay. Im Menü kannst du. Ja, okay, das kennen wir natürlich schon. Galgur's Menhir ist north of here. Menhir von Galgur. Kein Plan, was das sein soll, aber okay.
Ich mach mal die Karte auf. Zack. Alter, hier gibt's so viele Sachen, ne? Ey. Da konnte man nicht hin. Was ist denn hier noch? Kann ich nach hier reisen? Nee. Oh, so kann ich auch die Zeit ändern. Oh, wie cool. Mut und Dankbarkeit. Ha, guck mal, da wollte ich sowieso hin. Nach da kann ich schnell reisen. Und nach da kann ich schnell reisen. Dann gehe ich mal nach dem Menno-Bogen hier. Menno. Boah, Alter, wie geil das aussieht, dass das Ding da hinten steht, ne? Holy. Stimmt, wir sind ja nur in diesen Radius gelatscht, ne? Wir sind gar nicht hier lang gelatscht. Wir hätten übrigens noch Level Up machen sollten. Nö, hab ich jetzt nicht. Bum-Bum-Nuss. Soll ich das machen? Lol. Einer gegen drei. Lol. Ich kriege hier eine Notbond-Münze und hier kriege ich mehr XP. Ja, dann mache ich auf jeden Fall so und außerdem geht das schneller. Ja, ist schon tot. Deswegen, ich habe nur dem geholfen, weil die gerade nur noch einer war. Ich glaube, die haben den schon fast alleine platt gemacht bekommen. Oh, hier ist dieses komische weiße Zeug. Das ist nochmal sowas. Was ist das wieder? LOL. Also noch mehr einfach. Hä, was ist das denn hier? Ist das weißer Sand einfach? Ja, ich helfe denen natürlich, ne? Ja, schon down. Und tschüss. Ich nehme natürlich die Free XP, ne? Girl with the girl. Hallo, komisches Viech. Das ist kein Ort hier, dieses Weiße. Ah doch, Menü von Gargo. Ach so, das ist das. Ah. Dann sind wir ja in richtigen Ort, sag ich mal, ne? Hier sind überall diese komischen Kack-Krokodile, ne? Könnten die mal aufhören, uns zu verfolgen? Ja, ich hab das gesehen. Das Container-Ding. Ich muss warten, bis der weg ist. So, meiner. Sneak a peek? Ja, ist gut. Guter Sneak Peek. Ah, sie steht da oben drauf. Weil man hat es ja schon im Missionsbild, sage ich mal, gesehen. Ja, ob ich jetzt da hochgehen will, weiß ich aber eigentlich noch nicht. Weil ich will eigentlich noch nicht da hochgehen, weil hier ist noch echt viel Area, was ich noch nicht entdeckt habe. Und hier komme ich gar nicht hoch. Oh, ich darf nicht da hoch. Ich darf hier nicht hoch. Was soll das hier sein? Container? Container! Nice! Sneak a peek! Oh, ganz viele Items. Ah, nur von Silbermünzen natürlich. Stimmt, die Items, die ja sinnlos sind, die werden ja automatisch in Geld verwandelt, ne? Stimmt, das hatten wir ja. So, da unten waren wir drin, ne? Ja. Das heißt, diese Area haben wir relativ gut erkundet, sage ich mal. Da oben geht es halt noch weiter später irgendwann mal. Okay, das Elite-Viech ist auf dem Rückweg, das ist sehr gut. Können wir ohne Bedenken hier hoch? Naja, so halbwegs zumindest. Hä? Warum greifen die mich jetzt nicht an? Ich bin durch die durchgelaufen. Die haben mich safe gesehen.
Guck mal da. Ich finde diese weiße Region da, da will ich unbedingt hin mit diesem weißen Sand. Oh, da ist ein Riesenvieh. Oh, das ist ja riesig. Im Vergleich zu dem ist der riesig. Nein, ich wollte noch die Items haben. Ethel? Ethel? Oh, it's you. Ach, ihr seid es. Ach nee, das brauche ich ja nicht vorzulesen. Das ist ja vertont. What are you doing here? That's what I was. Wait, look over there. Nachschubabwürfe. Die Schlösser beider Fraktionen werfen regelmäßig Container ab, die wertvolle Items enthalten. Halte auch schon nach dem roten Rauch, der von ihrer Landestelle aufsteigt. Wenn der gesteuerte Charakter eine solche Nachschublieferung in seinem Umfeld bemerkt, kannst du ZR gedrückt halten, um zu überprüfen, wo genau sie gelandet ist. Ja, ich weiß schon, wo sie ist. Ja, das ist hinten dran, ne? Wir müssen wieder durch das Rohr gehen. Was that a supply drop? Yes, sent from Agnes. How can you tell? We got word that an advanced troop from Agnes had been seen in the area. And if they're in the middle of enemy territory, it has to be due to some kind of operation. The supply drop must be timed for the arrival of a main force. Funnily enough, it's that supply drop we're after. Did you know about the Agnian troops, Tyon? I've known about the presence of Agnian forces in this region for a while. I could never verify that supplies were being dropped, but I won't say I didn't suspect. Oh yeah? Well, looks like I can verify it now. From the way that you're talking, it sounds as though you're after supplies too. Well, medical supplies specifically. We thought Colony 4 might need them. I see. Then it looks as though we happen to have the same goal. Really? Boliaris was looking for you. You didn't actually come alone, did you? I actually did. Your understanding of the situation is correct. And I can't risk any more casualties. So you thought you'd go and take care of this yourself, huh? In that case, we... I said I couldn't afford any more casualties, and that includes you. I appreciate that you're willing, but Colony 4 is my responsibility. We want to work with you, Ethel. Be that as it may. We've already made our minds up. That's why we're here. You might end up having to cross swords with people from your own country. Talking about avoiding casualties, you know that includes you too, Ethel, don't you? I yield. I can't very well refuse you now. Don't worry, Ethel. We're not who we used to be. Yeah, we won't drag you down. Then if we're agreed, let's hurry and pick up those supplies. Apologies. And thank you all. Ethel hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Helden. Sogenannte Helden. Yo. Sind spezielle Charaktere, die sich der Gruppe anschließen und an einer Seite kämpfen können. Manche tun dies allerdings nur vorübergehend. Ja, okay. Manche tun das nur vorübergehend. Manche tun dies nur vorübergehend. Das heißt, es gibt auch permanente. Also das, durch diesen Satz denke ich jetzt automatisch, weil da steht, nicht jeder bleibt für immer. Manche bleiben also für immer. Kann man die dann auch steuern? Jo, lol. Ethel. Stufe 17. Rang 10. All under control. I'm your guy. Yes, Uni's the boss. Nee. You want me to lead? Do exactly as nee, schade. Ah, dann. Da Jum. Hä? Achso, da muss ich hin, ja. Ja, hier können wir nicht weiter. Kann man doch noch hier reisen?
Ja, okay, ich würde nämlich gern tatsächlich nach hier reisen. Zuerst, bevor wir die Mission machen. Und nein, nicht ins Kommandobüro, das war doof. Jetzt bin ich wieder ganz oben, ne? Nee. Runterspringen war nicht so gut, ne? Ah, doch. Hier könnte man es tatsächlich tryen. Ja, hat so gerade funktioniert. So, wo war meine Markierung? Auch in die Richtung. Weil das stört mich, dass die, dass ich, also ich habe diese Markierung ja schon ewig lange gesetzt eigentlich. Also ewig lange jetzt auch nicht, aber ja, die sitzt schon länger da und ich wollte schon lange, dass die Map mal ein bisschen aufgeräumter ist. Okay, hier müssen wir jetzt nur an dem Viech vorbei. Alter, das ist angenehmer, wenn hier nicht 3 Milliarden Monster rumlaufen tatsächlich. Das ist zwar irgendwo cool, aber auch irgendwo lästig. Hallo, fettes Viech. Well, we've been found. Ja, ich habe die Ätherquelle gesehen. Sehr gut. Und mein Kanal. Don't mind if I do. Kanal. Ja, schön. So, hier habe ich noch einen Container gesehen, glaube ich. Wow, got a rare dude right here. Rare dude. Okay, hier gibt's eine Höhle. Bitte nicht angreifen. Danke. Ah! Guck mal, wo wir hier sind. Hier unten war der Container. Da. Hier sind wir also. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Ist das eigentlich ein Boss da? Ja, ne, das war ein Boss, ne? Ich habe mir schon gedacht, dass wir tatsächlich hier oben ankommen. Da, wo unten, ich sag mal jetzt, einfach die Salzpfanne war. Ich weiß zwar nicht, ob es eine war, ganz genau, aber hey. Hier ist nix. Hey, wie kommst du hier hoch? Achso, hier war ein Weg, Leute. Zack, zack, zack. Level 16er Boss. Jarahed, der Prekäre. Das bringt mich in eine prekäre Situation und hier ist tatsächlich eine Abkürzung. Ja, die aktivieren wir doch mal. Sehr gut. Like this? Ja, genau so. Und zack. Cha-ching. Cha-ching. Juhu. Nein, nicht so. So. Ja, die Map ist ein bisschen blöder. Ich mache lieber so. Ja, hier ist noch so ein Streifen, wo wir nicht waren, ne? Das ist ein bisschen... Das nervt mich ein bisschen. Weil das, das verwirrt die Map-Aufklärung. So. Ich will das unbedingt, dass das voll ist. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht genau, wo ich hier lang laufen muss. Ah, es war schon sehr gut. So, damit ist das auch geklärt. Ja, ich weiß, da ist jetzt der Boss. Aber wir laufen einfach mal daran vorbei. Überjumpen können wir nicht. So, hier waren wir auch noch nie. So, okay, das heißt, das ganze Gebiet hier oben haben wir noch nicht gemacht. Ich fände es schön, wenn man Äffel steuern könnte. Das wäre irgendwie, okay, das ist natürlich auch viel Aufwand, ne? Also das zu programmieren, sag ich mal. Unwirtlicher Hügel. Aha. Der hat also einen Ort, der ganze Hügel hier. Das muss ja irgendwas bedeuten, oder? Da ist so ein komisches Level 13er Elite-Vieh. Natürlich gehst du gerade genau zum Container, ne? Du blödes Mistvieh.
Das Problem ist, Elite-Viecher greifen, glaube ich, immer an, ne? Da unten. Da unten sind Typen. Hä? Seht ihr's? Arktis-Pionier. Das sind tatsächlich Typen rumlaufen. Oh, krass. Also ich glaube wirklich, Elite-Monster greifen immer an, oder? Ja. Yep, Elite greift immer an. Au, Alter, hat das Damage gemacht. Oh, noch gerade so überlebt. Okay. Ja, gut, wir kämpfen jetzt nicht so viel. Aber hey, alles gut, oder? Okay, wir können nicht auf diesen Hügel hoch. Aber wir haben jetzt endlich mal diese Map aufgedeckt. Boah, es hat mich nämlich immer angenervt, dass hier dieser komische, diese Barriere, sag ich mal, zwischen war. Okay, hier können wir überall nicht hin. Hier konnten wir nicht weiter. Hier können wir noch später mal hin. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Okay, das bringt jetzt nichts, hier hinzureisen, aber spart mir ein paar Sekunden Zeit. Oh ja, erinnert ihr euch an diesen Ort? 8 Minuten haben wir gebraucht. Bis wir gecheckt haben, hier ist eine Röhre. Hui! Hallo! Ah ja, hier hinten. Oh, guck mal da! Oh, wir können uns entscheiden, wem wir helfen, oder? Hey, something's not right. What do we do? No time to daydream. We have to hurry. Ethel! You're right, Noah. We have no time to waste. Let's rout those nuisances. Okay, wir konnten uns nicht mal entscheiden. Aber... Boah, Alter, die sind alle Level 17. Oh ja, richtig Damage. Wir können ja auch Uroboros machen sogar, ne? Let's go! Uroboros! Yes, alle schwanken! Bam! Yes. Oh yes. Yeah, Synchro. Den finde ich auch immer so geil. Bam. Nice. Die waren Level 17, ne? Alter, wir haben die so weggerotzt einfach. Yeah, just one thing left. Ethel. Huh. What? Take your wounded and get out. Huh. Leave now. Did I do the right thing just now? As a Kvesi commander? There was never a reason for any of us to fight in the first place. You did the right thing, in my opinion.
The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Some situations aren't salvageable. That's the nature of war. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. It's beyond anyone's control. Ethel? I'm sorry. What a tedious thing to talk about. We'll recover the supplies and head back to Colony 4. I'm afraid I'll need you all a while longer. Könnt ihr noch Flöten spielen, bitte? Flöte? Flöte? I really hope we find some medical supplies. I guess this is fate too, huh? Heißt 200. Nachschubcontainer. I'll follow you. Absolutely. This is what we were after. Hurry back to Colony 4. I bet Boliaris is crawling out of his skin with worry right about now. Wir haben einen Ätherzylinder gefunden. Hä? Okay. Aber ansonsten war da jetzt nicht so heftiger Kram drin. Ich glaube, ich krieg mehr Kram nur durch Rumlaufen und Items einsammeln, als diesen Container geöffnet zu haben. Also war jetzt nicht so ultramäßig krasser Stuff drin, glaube ich. Okay, ich habe es mir auch nicht perfekt angeguckt, aber egal. So, wir müssen natürlich dahin zurück. Ich wollte mir aber noch den kleinen Kanal da gönnen. Ich weiß doch nicht, ob ich die jetzt wirklich alle so ultimativ schnell brauche. Ah ja, hier kann man hoch. Ja. Wird wahrscheinlich da hinten sein irgendwo. Oder? Hä? Nicht hier? Oh. Hä? Oh, noch weiter? Ah ja, hier also. Oh nein. Ja, dann kämpfen wir halt gegen dieses scheiß Team, Mann. Sehr schön. That was over way too soon. Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier. Flomp. Meins. Mein Äther. So. Hinten sind sie wieder am Battlen. Machen wir Plus wieder. Dann kommen wir direkt auf die Karte. Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt alles relativ gut erkundet, bis halt auf hier. Da würde ich mir halt gerne mal so eine Markierung setzen. Aber das interessiert mich noch. Da ist irgendein Geheimgang. Seht ihr das? Da muss irgendwas sein. Vielleicht markiere ich mir auch das zuerst. Ich glaube, ich mache wirklich das zuerst. Wo müssen wir denn hin? Hier, ne? Gucken, wie lange Ethel uns noch begleitet. Was hat denn für ein Geräusch? Commander Ethel. Oh oh. I looked for you everywhere. Where in blazes were you? I went to fetch medical supplies. Distribute them to the med team. Yes, ma'am. Wait. No. Oh no. No, you don't. I'm sorry for making you worry. Just please. I did this for everyone. I understand your feelings, but... Ach. Well, I suppose at least you're unharmed. That's twice you've helped me out. I owe you another one. Nah, don't worry about it.
we were acting of our own free will. And to reward your efforts, I'll work on getting our injured up and about again. Come, Boliaris. Coming. Ethel. Hmm? What's wrong, Noah? I was thinking about what you said. The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Hmm. If someone like you says it, then I don't doubt it's probably true. But back then, you helped us. You saved us. You risked your life. Thanks to you, we're alive right now. I can say with certainty that's a good outcome. That's the only thing I'm certain of, actually. Noah, you... And we never properly thanked you. Huh, so we didn't. Oh, yeah. Silvercoat Ethel, we want to formally thank you for your courage. I can hardly recognize the three of you. I'll continue to do my best to live up to my nickname. Nice. Richtig gut. Mut und Dankbarkeit. Geile Mission. Jo. May our alliance last. Was? Was? Was ist das denn jetzt? Neue Held Blitzfechter Ethel. Klassenerbe. Och, was? Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.